hoffe, euch allen geht's gut. Ich bin noch ein klein bisschen müde, obwohl es irgendwie schon so kurz nach 10, halb 11 ist. Aber ich war gestern ein bisschen lange auf, weil ich noch Outfits zusammengestellt habe und Klamotten rausgesucht habe. Denn für mich geht's jetzt nach Berlin und zwar zu einer Aufzeichnung für eine neue Folge von Willkommen bei Mario Barth. Also da freue ich mich sehr drauf, zumal ich da zwei Kolleginnen von mir treffe, die sind da auch zu Gast und ich hoffe, dass wir drei Mädels da den Laden dann richtig schön aufmischen können. Jetzt gerade bin ich, wie man unschwer erkennen kann, im Taxi und zwar mit einem meiner Lieblingstaxifahrer. Ich hoffe, dass der jetzt gleich wieder geradeaus guckt, aber ich mache mir keine Sorgen. Der gute Mann hat mich schon sehr, sehr oft zum Bahnhof und zum Flughafen gefahren und ich bin immer gut angekommen. Tja, jetzt gerade geht es auch zum Flughafen und zwar nach Köln und dann, wie gesagt, nach Berlin. Als erstes werde ich jetzt Gepäck abgeben und dann brauche ich einen riesengroßen, überdimensionalen Kaffee, damit ich so die letzte Müdigkeit jetzt abschütteln kann und wir dann in Berlin richtig durchstarten können. Also ich setze mich jetzt gleich in den Flieger und wir sehen uns in Berlin. Bis gleich! Sind wir in Berlin. Ich bin schon im Hotel. Ich wollte eigentlich im Shuttle noch was filmen, aber meine Managerin war dabei und die wollte sich nicht unbedingt filmen lassen. Also ich hoffe, dass ich sie vielleicht nachher noch mal vor die Kamera gezerrt kriege, aber deshalb jetzt erstmal ein paar Bilder aus dem Hotel. Ich bin im, warte, lasst mich nachgucken, Penta Hotel in Berlin, am Arsch der Heide sozusagen, irgendwo in Köpenick. Aber super praktisch, weil wir direkt um die Ecke von den Studios sind und jetzt glaube ich nur 5 vor 10 Minuten zum Studio gleich fahren. Ich habe mir jetzt gerade noch was zu essen bestellt. Ich habe nämlich riesen Kohldampf und jetzt husche ich mal eben mit euch auf mein Zimmer. Ich muss nämlich noch Nägel lackieren und nochmal schnell unter die Dusche springen, bevor es dann losgeht. Tada! Chaos sieht man mich gar nicht jetzt. Chaos im Hotelzimmer. So sieht es tatsächlich irgendwie immer relativ schnell aus, wenn ich irgendwo einen Job habe, weil ich dann natürlich die Klamotten rauslege und ich habe jetzt für die Show überlegt, was ich anziehen möchte. Und das Studio ist ja ganz schön rot, deshalb bin ich eigentlich auf ganz schwarz gegangen. Im Moment überlege ich auch hier so mit Lederhose, das finde ich eigentlich ganz schön. Schuhmäßig kann ich mich noch nicht so ganz entscheiden, ob ich die hier nehmen soll, die lilanen oder... Die mit der Strassschleife, die mag ich ja auch ganz gerne. Ehrlich gesagt bin ich im Moment noch total unschlüssig und kann mich noch gar nicht entscheiden. Aber ich werde das gleich einfach nochmal anziehen und dann gucke ich mal, welcher Schuh besser aussieht. Und mindestens genauso schwierig ist natürlich Schmuck. Hier habe ich die Schätzchen liegen. Boah, ich habe so ganz tolle Ketten. Ich bin, glaube ich, in jede einzelne verknallt, geschickt bekommen. Und Stella Dot hat mir die jetzt für den Dreh zur Verfügung gestellt. Da kann ich mir jetzt was aussuchen, was ich heute anziehen möchte. Und kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Eigentlich ist die hier oben mein Favorit, weil ich die einfach total schön finde. Aber kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was ich dann anziehe. Und deshalb muss ich jetzt das Video mal ausmachen. Ich muss mich jetzt nämlich einmal ausziehen, umziehen und ausprobieren, was ich dann nachher im Studio anziehe. So, meine Lieben, es ist soweit. Eigentlich wollte ich euch natürlich mit in die Maske nehmen. Ich wollte euch hier rumführen, euch alles in Ruhe zeigen. Hier seht ihr zumindest mal meine kleine, feine Garderobe. Nur Softdrinks natürlich. Aber die Zeit war dann ein bisschen knapp. Wir haben noch geprobt und dann gab es irgendwie noch Sachen mit dem Outfit, bla bla bla. Labarababa, auf jeden Fall wurde die Zeit dann knapp. Deshalb bin ich jetzt schon fertig zurechtgemacht. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr seht. Wir haben auch schon eine Generalprobe gehabt. Mario Barth haben wir schon kennengelernt. Der ist auch sehr nett, die anderen Mädels sind nett. Also kann losgehen und ich freue mich jetzt auf eine richtig coole Show. Und wir lassen es krachen und ja, das Ergebnis könnt ihr dann ja im Fernsehen sehen.